Und weiter geht's. Ich treffe von da hinten halt nicht. Ich muss näher rangehen, das ist das Problem. Wenn ich Schutz finde, kann ich vielleicht, pardon, aber den Befehl muss ich verweigern. Er klingt halt so mega debil. Ich hätte gerne Gary wieder. Gut. Okay. Oh, fuck. Gut. Gut. Nice. Schade. Gut. Gut. Ja, er hat ordentlich APs verloren. Ja. Nur noch einen Schuss im Ich übertreffe Magazin. meine Erwartungen. Ja, Abala hat ein Level gekriegt. Wie sieht's bei Karm aus? Noch nicht. Approvazione. Okay, an der Stelle können wir nochmal speichern. Versuche solche Sachen hier jetzt immer im Echtzeitmodus zu regeln. Einfach nur, weil, wie gesagt, die Zeit läuft. Getroffene. Schön für Sie. WTF? Alter, normalerweise müsste das Ding da hinten auch kaputt gehen. Ach du Scheiße. Aber da verbinde Ja, ich doch Sir. gerade selbst. Dann verbinde bitte Karm. Und ich hätte gern die Mauser-Gewehrladestreifen. Gut. Günther muss das übrigens auch versuchen.
bin dankbar, dass ich dich heilen durfte. Ah, ja. Hier liegt nämlich Gold. Das ist total krass. Ja, aber da... Ja, Sir. Obwohl, kannst du kaum noch vollständig heilen? Gut. Ja, weil dann kannst du jetzt mitkommen. Okay, gut. Kam hat ordentlich Munition dabei. Wir nehmen die MP38 noch mit. Ich glaube, ich weiß halt nicht, ob wir jetzt bei der Mission hier schon failen können, wenn wir noch nicht hier runtergegangen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Subito. Wir müssen es rausfinden. Aber fest steht, ich will die auch nicht 3 oder 5 Mal spielen und na, da gehört das halt einfach irgendwie. Ja, lauf mal gerade hier hin. Abala, der Günner, der gibt dir nämlich jetzt die Mauser. Okay, der Günner gibt dir noch nicht die Mauser, weil du das vom Equipment her noch nicht machen kannst. Eins, zwei, drei, vier. Denn, aber es tut mir leid, aber dein Lee Enfield ist scheiße im Vergleich zu der Mauser. Gut. Hier sehen wir dann übrigens den Verkaufswert und er ist halt einfach so phänomenal hoch, dass wir es hier echt versuchen müssen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ich speichere an der Stelle nochmal. Verstanden. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Jesus Maria. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Höre ich richtig? Du verlangst Unmögliches. Schau mal in die Richtung, genau, und strafe ein bisschen hier hin. Wir müssen hier ja wirklich versuchen, Deckung zu halten. Okay. K.
kam. Was immer du willst. Ich meinte eine Kleinigkeit. Oh, komm. Ohne Scheiß, sie muss halt, es langt halt nicht nur, dass sie daneben schießt, sie muss sich halt auch noch ihre Deckung wegschießen. Oh, ist das so bitter? Ist das so bitter? Günther hat halt ungefähr 5 cm Wurfreichweite. Das ist halt extrem. Nee, das haut nicht hin. Gut. Verstecken ist nicht. Komm, dann geh halt in die Hocke. Balla. Stell dich hin. Gut. Autsch. Die Verletzung bleibt. Tja. Aber ich bin dankbar, dass ich Ihnen dienen durfte. Ich glaube, wir können schon wieder aufhören, weil... Ich habe früh angefangen und werde gesagt, immer besser. Ey, kam, nee, garantiert gerade nicht. Ey, ohne Witz, du hast halt hier den Mega-Klops in dieser Mission geschossen. Ich muss es halt einfach sagen, ne? Verstanden. Ja, das mussten wir jetzt machen, weil ganz ehrlich, Kam, du hättest das auch nicht länger überlebt. Ich muss es mal weg, Abala. Wie viel Blut kann ein Humano lassen? Ich verliere jede Menge. Tut mir leid, ich bin Arzt, aber du brauchst eine Spezialistin. Okay, wir haben jede Menge Granaten. Warum finde ich hier PP-Schar-Trommelmagazine, aber keine PP-Schar? Dafür finde ich hier eine MP40 Mark II. Was wiederum ziemlich nice ist. Trottet 0. Ich schmeiß das Ding da mal rein. Ah, das sind besondere Magazine. Das sind so hier mit diesem blauen Tape drumrum. Ja, ja. So, hier, Günther, du holst dir das Teil hier. Immerhin, die Blutung hat aufgehört. Tut mir leid. Ich bin Arzt, aber du brauchst eine Spezialistin. Du bist in Lebensgefahr.
Hoffentlich weiß jemand, was zu tun ist. Valla, du weißt es bestimmt, denn du bist ein Arzt. Ich habe verstanden. Genau, versuch das nochmal ein bisschen. Ja, jetzt so ein schön großes Magazin. Okay, Doc. Tut mir leid, ich bin Arzt, aber du brauchst eine Spezialistin. Dafür hat er halt alle, Dem Colonel verdanke ich meine medizinische Ausbildung. Du bist in Lebensgefahr. Hoffentlich weiß jemand, was zu tun ist. Okay, jetzt kann er nicht mehr weitermachen. Gut, gut. Immerhin. Hat sich gelohnt. Ich glaube, er hat ganz gut Skillpunkte gekriegt dadurch. Wir können noch nicht darunter. Sind nicht alle im Ausgangsbereich. Ach ja, stimmt, das ist ja eine Doppelmission. Die Mission hier hat ja zwei Teile. Wir sind ja nicht sofort durch, sobald wir hier mit dem ersten fertig sind. Prenderebbe un miracolo. Pardon, aber den Befehl muss ich verweigern. Das ist einfach nur so schlimm. Oh Gott, ich habe nochmal nachgeladen. Naja, egal. Das ist einfach nur so schlimm, wie sich, als ich Carmen vorhin ihre eigene Deckung halt weggerotzt hat. Prenderebbe un miracolo. Pardon, aber den Befehl muss ich verweigern. Die Stelle hier ist fies. Ich lade immer nach. Warum? Pardon. Nochmal bitte. Verstanden. Jo. Schnell da weg. Okay. Hier liegt nämlich auch noch Zeug. Da, Teil vom Bernsteinzimmer. So geil. Echt cool gemacht. Okay, Carm, versteck dich. Hock dich. Guck mal hoch. So in die Richtung. Die sind da wie Schaben hinter Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob der Typ da irgendwie dran gehindert werden muss an der Flucht, aber er will auf jeden Fall da hinten hin. Leg dich mal hin, Carm. Wir sollten hier verschwinden. Oh, super. Mehr Carm ist hinüber. Ich versuche ja zu überleben, aber die Zeit läuft ab. Ich versuche ja zu überleben, aber die Zeit läuft ab.
Sie kann das nicht mehr werfen, weil es 2 Aktionspunkte kostet, die Maschinenpistole in das Inventar zu packen. Da, ihr habt das gesehen. Also schon, die Reichweite von Abala ist gar nicht schlecht. Ja, Sir. Hallo. Ja, also mit minus 2 Mitgliedern in der Truppe kann ich es vergessen. Das schaffe ich nicht mehr. Ja, Sir. Gut. Wir sollten hier verschwinden. Warum hat der Zoomwinkel gerade sich geändert oder sich gerade geändert? Du bist nicht der Erste. Ich bin sicher, dass sie lebensgefährlich verletzt wurden. Ich meinte eine Klappe. Höre ich richtig? Du verlangst Unmögliches. Schrei nur, das willst du doch. Warum wechselt das Bild immer darüber? Oh, ey, Alter, der hat vielleicht 2% Treffchance von hinten. Pardon, nochmal bitte. Das war's. Jetzt ist er mit leeren Händen da. Gut. Das erste Mal, dass Günner getroffen wurde in der Mission. Frischfleisch. Es werden auch irgendwie immer mehr. Okay, gut. Ja, wir sehen im nächsten Part, wie es weitergeht, Leute. Ich bitte das zu entschuldigen, die ganzen Breaks und das viele Rumgelade und so weiter. Es ist ganz schrecklich. Aber die Anfangsmissionen sind halt einfach knüppelhart. Und im Vergleich zum normalen Silentstorm ist Sentinels halt nochmal eine Spur krasser. Wir sehen dann im nächsten Part, wie es weitergeht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.